Langweilig geht es bei der heutigen Nacktparty in der Wiener Schwulenbar Sling ganz und gar nicht zu. Gleich an der Garderobe muss man sich freimachen. Dafür erhält jeder dann eine Maske. Ich stehe hier an der Garderobe und nehme den Gästen, die kommen, Sonntagnachmittag zur Naked Mask Party, nehme ich die Kleidung ab, verwahre das, pass drauf auf und sie bekommen auf die Hand eine Nummer, über die sie konsumieren, weil sie tragen ja im Lokal und während der Party nur die Schuhe und die Maske. Es gibt rote Masken für Bottom und schwarze Masken für Top, also aktiv und passiv. Die Farbgebung der Maske sorgt also dafür, dass die richtigen zusammenfinden. Unterhaltung und Erotik fließen nahtlos ineinander über. Ich bin jetzt seit 3 Jahren da. Ich finde es sehr lustig. Eigentlich wollte ich nur kurz mal ein bisschen da arbeiten, ein bisschen was dazu verdienen. Jetzt bin ich doch schon 3 Jahre da. Und heute haben wir die Naked Party jeden Sonntag. Es ist immer abwechselnd, eine Woche mit Maske, eine Woche ohne. Die Leute finden sich dann meistens eh zusammen. Ich meine, wir haben da die verschiedensten Leute aus allen, in allen Lebensabschnitten, aus allen Bereichen irgendwie. Und ja, die Leute finden sich immer zusammen. Sicher gibt es da manchmal Probleme, wie in jedem Nachtclub wahrscheinlich, dass wenn die Leute viel trinken, aber normalerweise ist alles sehr friedlich. Sehr geil, sehr geil. Es ist zwar das erste Bier, aber es wird nicht das letzte sein bei diesen Fashion-Männern. Es hat sich einmal ausgezahlt, also der erste Blick ist schon mal sehr gut. So, bitteschön. Oh, danke, grazie mille. Having the same. Cheers, dude. Cheers. Cheers. Ich habe eine Freundin zu Hause, es ist sogar eine sehr gute Beziehung, aber Sex und Beziehung sind 2 Geschichten. Und es gibt Dinge, die kann sie halt nicht bieten und die werden mir hergeboten. Und ich finde das gar nicht was Unmoralisches oder Falsches. Ich finde es auch nicht etwas, was die Beziehung zerstört, sondern sie sogar bereichern könnte, weil ich hole mir eben das, was ich in der Beziehung nicht bekommen kann. Und damit ist die Beziehung selbst wieder entspannter und schöner. So what's up, dude? You like to get fucked hard? Yeah, of course. Yeah, suck me. Let's go, yeah. Um sich gemeinsam in die privaten Kabinen zurückzuziehen, braucht es offenbar keine allzu lange Vorlaufzeit. Wer hierher kommt, liebt es direkt. Wir haben ja sehr breit gefächertes Publikum hier: Studenten, Anwälte, Priester, Rechtsanwälte, alles Mögliche. Was das Volk sagt, es ist anrüchig und es ist schmierig, das ist totaler Blödsinn. Ich habe ja vorhin in einem Nachtclub gearbeitet und wer da alle reingekommen ist und mit irgendwelchen Nutten ins Separé gegangen ist, also da ist mir schlecht geworden. Manchmal, weil ich mir gedacht habe, im Fernsehen erzählen sie von den Ehefrauen, die sie so lieben und dann gehen sie nachts ins Puff. Und hier ist es dasselbe. Es kommen ja aus allen Schichten, hetero, bi, gay. Aus allen Schichten kommen Jungs hierher und haben Spaß. Ganz unkompliziert und ohne moralische Verpflichtungen. Fürs unmoralische Vergnügen gibt es spezielle Einrichtungen und sogenannte Cruising Areas. Also Bereiche, in denen man sich unverbindlich beschnuppern kann. Ich bin in einem doch heiklen Bereich, in einem juristischen Bereich. Ich glaube nicht, dass ich unter 9 Millionen Österreichern der Einzige bin. Und ich sage immer, ihr habt alle, auch wenn es das noch so sehr verflucht, am Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft und in der eigenen Familie, vielleicht der liebe Onkel, der immer so moralisch ist, 1, 2, 3, 4 Leute, die gerne und schon seit Jahren in diese Etablissements gehen. Und seid vorsichtig, in ein paar Jahren kann es sein, dass ihr selber hier sitzt und euren Prinzipien untreu geworden seid. Im Club herrschen bestimmte Regeln. Heute darf man die Maske nur im nicht öffentlichen Bereich abnehmen. Mir hat man berichtet, dass tatsächlich Leute schon in der Kabine, es gibt ja hinten Kabinen für traute Zweisamkeit, dass Menschen in der Kabine die Masken abgenommen haben und seit dem Tag sind sie ein Paar. Also leider wurde mir auch schon berichtet, dass verheiratete Männer hierher gekommen sind und dann die Ehefrau das Nachsehen hatte und dann